Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Wir haben in der letzten Zeit ja versucht, durch den Nether das andere Portal zu finden, haben das aber leider nicht geschafft. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass wir wieder zu unserem ursprünglichen Dorf zurücklaufen und da dann mal die Koordinaten des Portals aufschreiben. Allerdings glaube ich, habe ich vergessen, dass wir ja auch für dieses Portal noch keine Koordinaten aufgeschrieben haben. Und ich suche jetzt gerade eine Schere. Habe ich natürlich keine. Doch, haben wir natürlich. Da ist sie doch. Ah, Blindfisch schon wieder. Deswegen gehen wir jetzt erst nochmal kurz zum Portal. Gehen wir kurz nochmal da durch, um dann eben dort dann die Koordinaten aufzuschreiben. Und dann werde ich mal versuchen, wie das geht mit der Orientierung per Koordinaten im Nether. Da bin ich echt mal gespannt, ob und wie das funktioniert. Und wenn das schon scharf ist, dann klammert dem gleich seine Wolle. Denn ich habe nämlich auch überlegt, dass wir vielleicht auf dem Rückweg vielleicht ein kleines Bettchen brauchen könnten, damit wir uns des Nachts mal in eine Erdhöhle oder so zurückziehen können und da dann auch ein bisschen schlafen können. Hier haben wir ja keine. Nein. Gut, okay, dann gehen wir mal ganz kurz durchs Portal durch und dann werde ich mir die Koordinaten notieren. So, kurz hier raus. Kurz F3 gedrückt. Wo bin ich denn? Minus 93 Schrägstrich 50 Schrägstrich minus 186. So, das soll uns für den Moment mal reichen. Ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert im Nether mit den Koordinaten. Dass ich dann mal weiß, wo ich mich denn dann hinzubegeben habe, um beide Portale miteinander zu verbinden. Vielleicht könnte man auch irgendwann mal, wenn wir denn Zeit und auch Material dafür haben, dass wir uns da vielleicht ein kleines Bähnchen zwischen den beiden Portalen im Nether bauen können. Dann geht es nämlich noch schneller. Und ja, so eine Bahnfahrt ist doch eigentlich immer lustig, oder? Ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt dann auch richtig schön mit diesen Lampen. Ich finde die toll. So, dann wollte ich auf jeden Fall mal noch für unten. Ach so, halt, da brauche ich ja die andere Wolle noch. Da haben wir auch noch zweimal weiße Wolle. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch da einfach drei Birkenholz dazu. Den nehmen wir auch mal noch mit. Und dann bauen wir uns noch ganz einfach noch ein kleines Bettchen, so dann schön mitnehmen können. Ansonsten werkzeugmäßig würde ich, also Moment, kann ich ja hier machen, würde ich gerne noch eine Schaufel mitnehmen und eine Spitzhacke. Mein ja, also ein bisschen mehr als eine müsste ja eigentlich normalerweise reichen, aber man weiß es nie so genau. Und dann würde ich sagen, brechen wir mal auf Richtung Heimat. Und hoffen, dass wir sie auch finden. Irgendwann in den nächsten 280 Folgen. Auf jeden Fall müssen wir genau in diese Richtung. Aber da sind wir ja mal gespannt, wo wir jetzt überall wieder langkommen. Denn wir sind ja mit Sicherheit nicht den direkten, schnellen Weg gegangen, als wir uns hierher gewandert haben. Sondern wir waren ja reichlich zickzackmäßig unterwegs. Und ja, also Essen sollten wir eigentlich genug dabei haben. Die Reise sollte ja nicht länger als 2 oder 3 Tage dauern. Hoffe ich zumindest mal. Kommt darauf an, wie viele Berge wir umgehen müssen.
Und allgemein, wie gut wir eben vorankommen. Hallo Schweini. Na, eben, ouch, sowas zum Beispiel. Und ja, die Kohle habe ich gesehen. Aber wir wollen ja schließlich Meter machen. Und zwar möglichst viel, möglichst schnell. Glaube, in dem Birkenwäldchen waren wir doch schon, oder? Gut, was heißt Birkenwäldchen? Okay. Baum auf zwei schwebenden Erdblöcken. Sieht man auch nicht alle Tage. Hier hätten wir ein paar Kühe. Und noch mehr Schafe. Autsch. Okay, ich glaube, wir bleiben lieber am Boden. Was haben wir denn da? Kürbis? Nee, komm. Kürbisse haben wir ja in unserer Heimat ohne Ende, wenn wir wollen. Schwimmen wir erstmal hier kurz rüber. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie lang es wirklich dauern wird, bis wir denn dann wieder zu Hause sind. In unserem liebgewonnenen, aber leider viel zu leeren Dörfchen. Ist auch wieder Kies ohne Ende. Wenn wir kriegen wir jetzt schon Hunger. Wir sind gerade mal, also nicht mal einen halben Tag unterwegs. Schon haben wir wieder Hunger. Gut, wenn ich dann denke, wie es mir im wahren Leben so geht, da habe ich deutlich schneller Hunger. Auch wenn ich nicht so viel unterwegs bin. Na. So, jetzt sind wir zumindest mal für den Moment mal wieder gesättigt. Und ich weiß gar nicht, waren wir hier nicht schon mal? Kann das sein, dass wir hier schon mal vorbeigekommen sind? Oder nicht, oder doch? Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn man jetzt eine schöne Karte hätte oder so, das wäre was. Aber wir haben ja keine Karte. So eine Minimap fände ich jetzt richtig cool. Okay, hier sieht es aus, als ob wir schwimmen müssten. In diese Richtung. Okay, gut, dann versuchen wir mal so viel als möglich an Land zurückzulegen, weil es einfach schneller geht. Oh, da ist Eisen und ein Haufen Kohle. Aber das lassen wir alles schön liegen und betreiben ein bisschen Inselhopping. So, einmal kurz von Insel zu Insel. So eine Insel wäre bei Nacht übrigens auch relativ einfach zu verteidigen. Da die Kreaturen, was ja noch langsamer sind als wir. Und wenn wir die Insel dann ein bisschen ausleuchten, sollten wir eigentlich kein Problem haben. Also auf die andere Insel schaffen wir es auf jeden Fall noch. Bevor es anfängt zu dämmern, weil Sonne ist schon. Ja, gut, es dauert jetzt noch ein bisschen. Da lang. So. Muss eigentlich in die Richtung. Sind wir damals wirklich so viel geschwommen und so weit? Kann das wirklich sein? Hm. Ich würde sagen, jetzt warten wir hier mal kurz. Bis sich da hinten noch ein bisschen was aufgebaut hat, aber eigentlich müsste da doch dann. Also, jetzt guckt euch mal kurz noch die Kompassnadel an. Die kann man doch eigentlich gar nicht falsch lesen, oder? Also, behaupte ich jetzt einfach mal.
muss sagen, ich habe allerdings auch keine Lust, da jetzt bei Nacht rumzuschwimmen. Wisst ihr was? Ich baue mal das Bettchen, baue ich mal hier auf. Und hoffe, dass wir da dann überhaupt schlafen können. Wir könnten natürlich auch hier noch eine Fackel hinsetzen. Und da noch eine Fackel hinsetzen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, hier zu schlafen. Wenn es denn Nacht werden würde, ist Nacht, sehr schön. So, also, wir haben scheinbar niemanden, der es jetzt gerade auf uns abgesehen hat. Das ist gut. Also schwimmen wir einfach mal los in die richtige Richtung. In die vermutlich richtige Richtung. Und schauen wir mal, was da kommt. Ich hätte uns vielleicht ein Boot machen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Aber, naja, nur ist vorbei. Ich bin gespannt, wann da endlich wieder Land kommt. Zum guten Glück gibt es hier keine Haie oder so irgendwas in Minecraft. Das könnte sich jetzt als fatal erweisen, wenn man so weit draußen ist. Und so weit schwimmt. Ah, was mir noch einfällt, was ich noch erwähnen wollte. Ich habe letztens erfahren, dass am 10. November StarCraft 2 Legacy of the Void rauskommt. Hab's mir auch gleich vorbestellt. Oh, Land, 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 sehr schön, juhu. Hab's mir auch gleich vorbestellt. Und sobald das dann da ist, werde ich dann das Minecraft-Let's Play pausieren. Ja, das heißt, ich werde Minecraft mal für eine Weile weglegen. Legacy of the Void dann mit euch spielen. Und dann werden wir mal schauen, was denn mit Minecraft dann weiter passiert. Ob ich es weiterspielen möchte oder ob sich im Lauf dieser Zeit vielleicht schon weitere Projekte abzeichnen, die ich unbedingt machen möchte. Das wird sich alles zeigen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt mir, auch wenn ich dann mal eine Weile kein Minecraft-Let's Play, ich hoffe, ihr bleibt mir dann trotzdem treu und guckt zumindest auch mal in die anderen Videos rein. Die ich übrigens nur empfehlen kann, muss ich noch sagen. Also gerade auch Skyrim oder auch gerade für die ein bisschen rollenspielaffin sind, die gerne Rollenspiele spielen und auch gespielt sehen. Da hätten wir auch noch Gothic 1, wahrer Klassiker, meiner Meinung nach. Und natürlich, ihr könnt euch natürlich auf Legacy of the Void vorbereiten, indem ihr meine Let's Plays von Wings of Liberty und Heart of the Swarm kurz anguckt. Die gibt's auch noch hier auf meinem Kanal. So, jetzt aber zurück zu Minecraft. Wir haben Land erreicht und es müsste auch die Landmasse sein, auf der unser Dörfchen ist. Vorne haben wir auf jeden Fall mal wieder eine Steppe mit einem Haufen Akazien. Gut, also es dürfte schon noch eine ganze Weile dauern, bis wir angekommen sind. Tja, da ist also der Fluss. Weil nicht der Fluss, der an unserem Dörfchen vorbeifließt, sondern es ist ein anderer Fluss. So, ein bisschen drehen. Hier sind wir auf jeden Fall in der Grassteppe, also in der Akaziensteppe, nächstes Mal. Wie heißt das offiziell? Savanne. Genau das Wort habe ich nämlich auch gesucht, aber nicht gefunden. Jetzt wieder Schafe ohne Ende. Jetzt halt ein paar Schafe. Ansonsten Gras, soweit das Auge reicht. Und ein Schwein auf dem Baum.
quasi ein Kletterschwein. Bin mal gespannt. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, sprich, wenn ich uns die Zeit nehmen wollte, könnten wir gucken, ob das Schwein irgendwann mal wieder darunter kommt. Aber ich glaube es fast nicht. So, das geht relativ gut runter. Und hier geht es wieder ziemlich gut hoch. Und noch ist unsere Heimat nicht in Sicht, aber ich meine, mich an das hier zu erinnern, dass wir gar nicht so weit weg wären. Aber ihr kennt ja meinen Orientierungssinn, der tendiert gegen Null. Also kann es durchaus sein, dass wir noch einen Tagesmarsch weg sind. Uah! Wow! Du hättest mich aber fast runtergehauen. Holla die Waldfee! Okay, da ist schon mal eine Wüste. Wir sind ja durch mehrere Wüsten durch. Allerdings, wie ich meine, sind wir da wunderschön einen großen Bogen gelaufen, meine ich. Also auf gar keinen Fall geradeaus, so wie jetzt hier. Und ich bin jetzt immer vorsichtig, wenn ich mal ein bisschen so ein kleines Löchlein im Boden sehe. Ah, wir sind da. Wir sind da. Das ging ja fix. Ich hätte nicht gedacht, dass das in einer Folge funktioniert. Dann war wir aber, also dann habe ich den Kompass wirklich richtig gelesen. Ja. Ihr habt gejubelt, geklatscht, das habe ich mir auch verdient, finde ich. Und ich wollte noch was sagen, weiß aber gerade nicht mehr was, natürlich, wie immer. Ja, wird mir bestimmt noch mal einfallen. Irgendwann, wahrscheinlich, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Wenn wir sind mal wieder daheim. Juhu! Ha, home sweet home, wie es so schön heißt. Und finden alles noch so vor, wie wir es verlassen haben. Menschenleer. Schief. Da ist unser wunderschönes Haus. Zeug, TNT haben wir da und so weiter. Liegt alles noch so da, wie wir es verlassen haben. Und wir werden jetzt gleich mal auch hier, wir haben noch ein bisschen, bis es dunkel wird, hier jetzt auch gleich mal in den Nether gehen.